Arena Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner Live. Ja, willkommen bei Fellner Live und wir starten heute mit der Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler. Die ist uns jetzt aus Salzburg zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Präsidentin. Das erste Festspielwochenende ist vorbei. Wie fällt denn Ihre Bilanz aus nach diesem, muss man sagen, doch sehr speziellen und sehr anderen Festspielstart? Es war ein sehr glücklicher Beginn, der meine Anspannung, die natürlich immer noch da ist, sehr vermindert hat. Denn es ist uns künstlerisch so viel gelungen und Publikum und Künstler haben mitgetragen, die doch manchmal recht unbequemen Sicherheitsvorschriften. Was ist denn heuer alles anders bei den Salzburger Festspielen als in einem normalen Festspieljahr? Zunächst sind einmal alle Karten personalisiert. Das heißt, man muss beim Eintritt zeigen einen Personalausweis, damit man sieht, ob der Name auf der Karte im Einklang ist mit der Person. Denn sollte je jemand positiv getestet werden, ist ja das Wichtigste, dass man sofort nachverfolgen kann, wer ist da rundherum gesessen. Das Zweite, was völlig anders ist, ist die Maskenpflicht. Man muss also mit Maske hineingehen und hinausgehen. Am Platz muss man sie nicht tragen. Und das Dritte ist, es gibt keine Buffets und keine Pausen, weil wir da ein bisschen ängstlich sind, ob wir die Kontrolle verlieren. Haben Sie so etwas wie einen Notfallplan, wenn dann wirklich ein Corona-Fall, hoffen wir nicht, aber sollte ein Corona-Fall auftreten? Ja, selbstverständlich. In der Zeit, wo wir nicht sicher waren, ob die Pandemie es zulässt, dass wir spielen, haben wir die Zeit genützt, um mit einem großen Expertenstab zu bereden. Erstens, wie kann man es vermeiden? Und zwar in den drei Gruppen: Besucher, Künstler und Mitarbeiter. Und das Zweite ist, was macht man, wenn jemand positiv getestet ist? Alles andere wäre ja fahrlässig, wenn man diesen Plan nicht hätte. Und was passiert, wenn jemand positiv getestet wird? Sie haben schon gesagt, es gibt personalisierte Karten. Also ich nehme an, es werden dann alle, die in dieser Vorstellung waren, auch dementsprechend informiert. Was passiert denn dann, wenn ein Fall auftritt? Die rundherum gesessen sind, werden informiert sofort von der Gesundheitsbehörde der Stadt und werden auch sofort getestet. Denn das Wichtigste ist ja, dass man sofort draufkommt. Wie ist denn die Stimmung bei den Festspielgästen? Sie haben ja schon viele Festspielsaisonen hinter sich. Ist das diesmal anders? Ist das irgendwie gedrückter? Sind die Gäste ängstlicher? Wie haben Sie das erlebt in den letzten Tagen? Nein, im Gegenteil. Es ist eine richtige Aufbruchsstimmung. Man merkt einfach, wie sich die Menschen wieder nach Live-Musik, nach Zusammenkommen sehnen. Und dafür sind sie auch bereit, Opfer zu bringen. Eben zum Beispiel kein Buffet im Festspielhaus zu haben. Jetzt gab es ja auch Kritik, muss man sagen, von kleineren Kulturveranstaltungen, die gesagt haben, naja, die Festspiele, die dürfen das jetzt. Wir Kleineren dürfen eben keine Veranstaltungen machen. Wir dürfen nur Outdoor-Veranstaltungen machen, keine Indoor-Veranstaltungen. Verstehen Sie diesen Unmut bei kleineren Veranstaltern? Nein, das ist ja unwahr. Es ist ja so, dass ich immer gesagt habe, wir wollen keine Ausnahme für die Festspiele. Ich möchte Eisbrecherin für Kunst und Kultur sein. Also wenn es bei uns jetzt im Sommer gut funktioniert, dann ist das auch für die Opern und Theater, die im Herbst beginnen, eine ganz wichtige Erfahrung. Und von dort bekomme ich auch sehr viel Zuspruch. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass die Kleinen nicht veranstalten dürfen. Es ist für alle gleich. Wenn man ein Präventionskonzept hat, darf man jetzt wieder Veranstaltungen mit 1000 Leuten machen. Was ja auch teilweise kritisiert wird, ist, dass bei den Festspielen bei Schlechtwetter dann, wie jetzt beim Jedermann, die Veranstaltungen
nach innen verlegt werden. Da gibt es andere Veranstaltungen, auch in Deutschland, die sagen dann einfach ab. Warum haben Sie sich dazu entschieden, eben bei Schlechtwetter die Veranstaltungen dann trotzdem abzuhalten? Weil wir seit 1920 den Jedermann, wenn das Wetter schlecht ist, drinnen spielen. Und das lassen Sie sich von Corona nicht vermiesen? Keinen Grund, ihn nicht drinnen zu spielen, denn statt 2300 Leuten sitzen nur 1000 drinnen, damit der Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Ist eigentlich zwischen den Sitzen dann immer ein Platz frei oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, richtig. Es ist ein Schachbrettmuster und da sind mit schwarzen Schnüren ist der Sitz so blockiert, dass ihn auch niemand aufmachen kann. Wie sind eigentlich die Sicherheitsvorkehrungen für die Künstler? Was müssen die denn beachten? Es gibt ja Szenen beispielsweise beim Jedermann, wo natürlich es auch eine gewisse körperliche Nähe gibt und gab es ja immer schon. Gibt es da aufgrund von Corona besondere Maßnahmen, die getroffen werden? Müssen sich die Künstler regelmäßig testen lassen? Wie gehen Sie da vor? Genau so ist es. Die Künstler müssen sich regelmäßig testen lassen. Sie müssen ein sogenanntes Gesundheitstagebuch führen. Das heißt, sie messen in der Früh Fiebermesser und sie schreiben hinein, ob sie irgendwelche Symptome haben, sei Halskratzen oder Husten und Ähnliches. Und dieses Testen wird immer wieder wiederholt. Und das heißt, wir testen jetzt seit 1. Juni. Seit 1. Juli, weil die Künstler seither proben und glücklicherweise wurde bisher noch niemand positiv getestet. Aber selbstverständlich kann überall etwas passieren. Wie ist denn die Auslastung bzw. wie läuft denn der Kartenverkauf derzeit an? Ja, der Kartenverkauf, das ist eine Riesenherausforderung für unser Kartenbüro. Denn Sie müssen sich vorstellen, die müssen 180.000 Karten rückabwickeln, die schon verkauft waren, und 80.000 neue verkaufen. Also wir sind sehr glücklich, also wir waren jetzt bei jeder Veranstaltung am Wochenende ausverkauft, aber es sind noch etwa 10% der Karten nicht verkauft. Das ist aber immer so um diese Zeit am Beginn der Festspiele. Nur was natürlich neu ist, ist dieser große Wechsel. Man weiß nicht, wegen der Reisebeschränkungen werden alle Leute kommen können, dann rufen die wieder an und sagen, sie kommen nicht. Also am besten, man schaut ins Internet, weil sich jeden Tag was ändert. Ich bin sehr optimistisch, was den Kartenverkauf betrifft. Sie haben es eh gerade angesprochen, es gab bisher natürlich sehr viele internationale Festspielgäste. Jetzt können gerade aus anderen Ländern heuer manche Gäste nicht anreisen. Wie stellt sich denn das Publikum heuer zusammen oder wie setzt sich das zusammen? Sind das vorwiegend Österreicher diesmal, die zu den Festspielen kommen? Ja, Sie haben völlig recht. Es ist ein deutsch-österreichisch-schweizerisches Publikum, weil ja leider zum Beispiel die großen Gruppen, die wir aus New York haben oder aus Moskau oder auch aus Korea, aus Seoul, die können alle leider nicht kommen. Also wir sind ja das internationalste aller Festivals und das ist in diesem Jahr ein Nachteil, sowohl was die Besucher als was die Künstlerinnen und Künstler betrifft. Denn zum Beispiel Don Giovanni findet nicht statt, weil Orchester und Dirigent aus Russland kommen, weil der Regisseur aus Italien kommt und so weiter. Darum wollen wir ja auch das Festspieljubiläum jetzt bis zum nächsten Jahr fortsetzen. Wie hoch wird denn der Verlust sein, den Sie durch Corona heuer erleiden werden? Haben Sie das schon mal durchgerechnet, was Ihnen da an Umsatz fehlt? Ja, natürlich, aber genaue Zahlen kann ich da noch nicht sagen, weil wir sind ja vom Kartenverkauf abhängig und auch wie sehr wir die Kosten im Griff haben. Denn allein für das zusätzliche Testen, den zusätzlichen Arzt, den Covid-19-Beauftragten in jeder der Spielstätten geben wir fast 300.000 Euro aus.
Also 300.000 Euro kostet sie im Endeffekt diese zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen, die sie wegen Corona ergreifen müssen. Genau. Und dann natürlich die empfindlichen Einbußen, dadurch, dass wir weniger Karten haben. Wir haben ja gehofft, 30 Millionen Euro an Karten zu erlösen in diesem Jahr. Es hat sich ja ein Rekordkartenverkauf abgezeichnet. Nun haben wir diese Kartenpreise nicht bekommen, weil wir ja ein anderes Programm machen. Das heißt, wir verlieren fast 22 Millionen Euro dadurch, dass wir nur halb so viele Veranstaltungen haben, nämlich 100 statt 200, und dass in den Veranstaltungen, die wir haben, nur halb so viele Leute sitzen. Das heißt, statt 30 Millionen werden wir im besten Fall 8 Millionen an Karten einnehmen. Dann können Sie sich ausrechnen, was das bedeutet. Ganz kurz noch, in St. Wolfgang gab es ja vor etwas mehr als 10 Tagen einen Corona-Cluster, der dort aufgekommen ist. Jetzt wissen wir, viele Festspielgäste verbinden ja oftmals auch einen Festspielbesuch mit einem Urlaub im Salzkammergut. Haben Sie das gemerkt? Nein, haben wir überhaupt nicht gemerkt. Aber natürlich ist es doch so dann, dass die eben dort nicht hinfahren. Aber ich bin ein bisschen befremdet immer, wenn man sagt, naja, und was bedeutet das jetzt, wenn in St. Wolfgang positiv getestete Leute sind? Ja, ich sperre ja auch nicht in München die Theater zu, weil am Starnberger See jemand positiv getestet ist. Abschließend noch, wie geht es denn jetzt weiter mit Ihrer Präsidentschaft? Wie lange werden Sie noch Präsidentin bleiben? Werden Sie nächstes Jahr noch einmal sozusagen dieses Amt innehaben? Weil man hört ja, aufgrund der speziellen Corona-Situation würden Sie jetzt noch ein Jahr dranhängen. Stimmt das? Genau. Unser Intendant Markus Hinterhäuser und der Landeshauptmann, also als Kurator der Festspiele, die haben mich ersucht, angesichts der schwierigen Situation noch ein Jahr anzuhängen. Und da wir gesagt haben, wir machen nächstes Jahr auch noch Jubiläumsvorstellungen, ich glaube, so ein großes Festspiel wie die Salzburger, die dürfen schon 2 Jahre feiern, habe ich gesagt, ja, das mache ich gern, damit ich meine Erfahrung zur Verfügung stelle. Aber ich muss zugeben, dass dieses Jahr unter Corona-Vorzeichen uns alle schon besonders fordert. Gibt es für Ihre Nachfolge jetzt eigentlich schon einen Wunschkandidaten Ihrerseits, wer das übernehmen wird? Auch da wird immer wieder der Name des Landeshauptmanns zum Beispiel genannt. Wen würden Sie sich denn wünschen? Also ich werde mich hüten, Wünsche zu äußern. Erstens einmal, würde ich sie öffentlich äußern, wird es derjenige oder diejenige sicher nicht, das wissen wir ja. Und zweitens, ich mag das gar nicht, auch in der Wirtschaft nicht, wenn die Vorstandsvorsitzenden immer glauben, sie müssen ihren Nachfolger oder ihre Nachfolgerin mitbestimmen. Das soll das Kuratorium machen, das ist quasi unser Aufsichtsrat, da sitzt der Landeshauptmann drin, da sitzt der Bürgermeister drin, da sitzt ein Vertreter des Kunstministeriums, ein Vertreter des Finanzministeriums und ein Vertreter der Tourismuswirtschaft. Die sollen sich den Kopf zerbrechen und die werden sicher eine gute Lösung finden. Jetzt haben sie ja noch ein bisschen Zeit. Zum Schluss noch, Frau Präsidentin, was ist denn Ihr persönliches Highlight der Salzburger Festspiele heuer? Auf welche Vorstellung freuen Sie sich am meisten? Naja, schon auf den Jedermann am 22. August. Am 22. August hat ja alles begonnen, 1920. Und das ist schon sehr berührend, das gibt es nirgendwo, dass ein Stück alle Zeiten überdauert hat, der Jedermann. Schön ist und nicht wie jetzt schrecklicher Regen überall herrscht. Ab Mittwoch soll es, glaube ich, wieder schöner werden. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Schöne Grüße nach Salzburg, Frau Präsidentin. Danke, dass Sie für uns Zeit gefunden haben. Dankeschön. Wiederhören. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, sind dann gleich wieder zurück und dann ist gleich Norbert Nowotny bei mir zu Gast. Österreichs bekanntester Virologe. Mit ihm sprechen wir über eine neue Studie zu Corona, die gestern bekannt geworden ist, wonach das ganze Virus doch gefährlicher sein soll als ursprünglich vermutet. Es soll Langzeitfolgen für Gehirn
und Nervensystem geben, was er davon hält. Darüber sprechen wir gleich mit ihm. Aber natürlich auch, wie sieht es mit den aktuellen Entwicklungen beim Impfstoff aus und was sagt er zur Corona-Ampel und warum dauert die so lange? Wie gesagt, dazu gleich mehr. Nach einer ganz kurzen Werbepause sind wir gleich zurück mit Österreichs bekanntesten Virologen Norbert Novotny.